Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video werden wir uns mit der Installation und der ersten Inbetriebnahme mit einem Brother QL Etikettendrucker beschäftigen. Barbie Profi 3 kann ja die PTouch Software fernsteuern. Damit diese Fernsteuerung funktioniert, müssen Sie ein, zwei kleine Dinge beachten. So, zuerst einmal schließen Sie natürlich Ihren Drucker an die Stromversorgung an und verbinden den Drucker mit dem USB-Kabel mit Ihrem PC. Nun sollte eigentlich Windows den Drucker schon erkannt haben und bzw. die Gerätetreiber automatisch installieren. Sollte das nicht der Fall sein, gehen Sie auf support.brother.com, wählen dort Ihren Drucker aus und wählen nun Ihr Betriebssystem aus. Anschließend können Sie auf Druckertreiber den Druckertreiber herunterladen und installieren, aber nur dann wohlgemerkt, wenn Windows diesen Drucker noch nicht selbstständig installiert hat. Des Weiteren stellt Ihnen Brother eine PTouch-Software zur Verfügung, hier diesen PTouch-Editor. Dieser PTouch-Editor ist eine Software, mit der Sie eine Brother-eigene Software, mit der Sie Etiketten gestalten, layouten, designen und anpassen können. Diese müssen Sie herunterladen. Sie klicken auf PTouch-Editor 5.x. Nun müssen Sie bestätigen und Sie akzeptieren und so weiter. Bitte durchlesen vorher. Und nun müssen Sie die Seriennummer Ihres Druckers eingeben. Diese finden Sie im Regelfall auf der Unterseite Ihres Druckers. Wenn Sie die richtige Seriennummer eingegeben haben, wohlgemerkt die letzten 9 Zeilen, können Sie hier die PTouch-Software herunterladen. Ich empfehle Ihnen, diese Datei zu speichern an einem Ort, an dem Sie diese wieder finden. Nachdem Sie die Datei gespeichert haben, müssen Sie natürlich diese Datei oder diese Installationsdatei ausführen. So, wir sollten nun unseren PTouch Editor installieren. Sie können an dieser Stelle entscheiden, wo Sie es installieren wollen, ob Sie Add-ins installieren wollen und so weiter. Ich sage jetzt mal, ich will die Standardinstallation ohne die ganzen Add-ins. Irgendwann ist die Installation abgeschlossen und wir klicken auf Fertigstellen. So, nun haben wir den Drucker mit seinen Druckertreibern installiert, beziehungsweise Windows hat das für uns vorgenommen. Und wir haben nun den PTouch-Editor installiert, den wir an dieser Stelle auch starten können. Wie Sie mit der PTouch-Software umgehen oder welche Funktionen Ihnen der Brother, also dieser PTouch-Software von Brother zur Verfügung stellt, dazu müssen Sie halt bitte die Hilfe von dem PTouch-Editor lesen. In der neuen Version ist es so, dass man auf diesen kleinen Pfeil klicken kann und man mehr oder weniger direkt im Designer ist, wo wir auch später hinwollen. An dieser Stelle empfehle ich Ihnen hier auf Professional umzustellen. Das heißt, wir wollen im professionellen Modus wechseln, weil Sie wollen ja Ihre Etiketten unter Umständen anpassen, bearbeiten und editieren. An der Stelle, Brother PTouch Software hat jetzt dann nichts mehr mit Wabi zu tun. In Wabi steuern Sie diese Software dann letztendlich fern. Das heißt, Sie sagen, ich habe ein Etikett und das soll zum Ausdruck gebracht werden. Damit das Ganze natürlich in Wabi funktionieren kann, müssen Sie nach der Installation in den Systemeinstellungen von Wabi, in der Karteikarte Hardware und Drucker, festlegen, dass Sie Ihren, Brother QL Drucker als Artikeletikettendrucker zum Beispiel verwenden wollen. Auch können Sie natürlich Ihre Adressetiketten über den installierten Brother QL Drucker zum Ausdruck bringen. Denken Sie, dass Sie alles richtig gemacht haben und Sie gehen nun auf Etiketten drucken. Jetzt sagt Wabi Profi 3, ich habe den Drucker nicht gefunden. So, was bedeutet es? Wenn wir mal in die Hilfe von Wabi Profi 3 reinschauen und geben einfach mal Brother ein, ja, dann haben wir hier Etiketten über Brother Drucker. Hier steht, Sie müssen gegebenenfalls die Laufzeitumgebung von der Brother Homepage installieren. Was bedeutet das? Schauen wir uns einfach mal an. So, jetzt macht er hier die Brother Homepage auf. So, ich mache das mal ein bisschen kleiner, damit wir alles ein bisschen besser sehen. Und da ist es so, dass Brother eine Fernsteuerung zulässt, aber nur, wenn die Client-Komponente auch installiert ist. So. Und die müssen Sie halt an der Stelle einfach herunterladen. Ist ja kein Thema. Denn Wabi Profi 3 bzw. die Hilfe bietet Ihnen den direkten Link schon an und Sie brauchen dann bloß auf diese Datei klicken, die 3.0.0.17. Beziehungsweise, wenn wir den PTouch Editor 5.1 haben, sollten wir natürlich die dementsprechende
die 3.1 verwenden. Und an der Stelle müssen wir einfach mal testen. Denn es heißt ja nicht zwangsläufig, dass jedes 64-Bit-System auch genauso COM-kompatibel reagiert. Wir installieren jetzt einfach mal die 64-Bit-Version und schauen mal, was passiert. Hierzu rufen wir mal als Kontrolle die Systemsteuerung auf und sagen Programme und Futures. Ich habe jetzt nur die Liste verkleinert, damit Sie nur die relevanten Informationen sehen. Wir haben hier den PTouch-Editor installiert und wir haben hier diesen BPEG-Client installiert in der Version 64-Bit. Nun testen wir, ob das Ganze geht, indem wir im Wabi sagen Etiketten drucken. Wenn Wabi sagt, er hat den Brother-Drucker nicht gefunden, bedeutet das im Klartext, dass die 64-Bit-Variante nicht COM-kompatibel ist. Das bedeutet, Microsoft empfiehlt ja unter anderem auch, wenn Sie Office installieren, dass Sie, wenn es geht, die 32-Bit-Variante installieren. Warum? Weil die sich auch besser mit anderen Programmen verträgt. Sagen wir es mal auf die einfache Art und Weise. Wenn das nicht funktioniert, ja, dann machen Sie eins, dann deinstallieren Sie diesen BPEG-Client in der 64-Bit-Variante und installieren den 32-Bit-BPEG-Client, indem Sie erneut auf die Brother-Homepage gehen. Und wo haben wir es hier? Den 32-Bit, den wollen wir jetzt hier verwenden. Und zwar für den PTouch-Editor 5.1, den 32-Bit. Und wir akzeptieren, wir speichern das Ganze und wir installieren das dann. So. Es kann sein, dass der BPEG-Client, der Installer, auch ein Installationsverzeichnis will, dann geben Sie es ihm halt. Normalerweise steht es dann so da, was natürlich nicht sehr schön ist, dass er sagt, er will es jetzt in Programm-Files installieren. Nicht so toll. Wir geben halt dann noch ein Unterverzeichnis an, sagen Dymo BPEG. Ja, so, dann sind wir auf der sicheren Seite und bestätigen das Ganze. Wenn die Installation dann fertig ist, sollten wir unser Wabi beenden und neu starten. Oder Sie können es einfach mal probieren. Das heißt, wir haben ja jetzt noch unser Wabi offen und wir gehen jetzt einfach mal auf Etiketten drucken. Und jetzt hat es funktioniert. Das heißt, Wabi hat zum Windows gesagt, Wabi, gib mir mal die Instanz vom Brother-Drucker, den du hast. Dann fragt Wabi den Brother-Drucker und sagt, gib das mal ans... dann fragt Windows den Brother-Drucker und sagt, gib mir mal deine Instanz ans Wabi zurück. Und die Kommunikation hat jetzt funktioniert, also wunderbar. So, und nun sind Sie in der Möglichkeit, Ihre Etiketten über den Brother-QL-Labeled oder Etikettendrucker zu drucken. Und wie das dann geht, wie Sie Etiketten einrichten, wie Sie Etiketten anpassen, zeige ich Ihnen im nächsten Video. Bis bald. Danke, tschüss.